Namaste, Namaste, guten Sonntag, Mittag zu einer weiteren Folge von Faso, Philosophie am Sonntag. Wenn ihr jetzt direkt nach Erscheinen draufgegangen seid, dann gehen jetzt dann langsam die Hochrechnungen hoch für den schweizerischen Abstimmungssonntag. Wir sind aber natürlich total cool, weil wir wissen, mehr war nicht drin. Wir haben mehr oder weniger alles gegeben, um vor allem zwei dieser fünf Gesetze, das Covid-19 und das PMT-Gesetz, Bach abzuschicken. Nun, was wir gemerkt haben, es geht vor allem um die deutschsprachigen Länder bei dieser pangermanischen Schizophrenie, so der Titel, aber natürlich etwas mehr um Deutschland, und darum bin ich heute auch in Schwarz-Gold-Rot gekleidet, aber es betrifft auch Österreich und vielleicht, weil wir ja noch so etwas wie mehr Einflussnahme auf die Demokratie haben, oder auf was noch übrig ist von der Demokratie in der Schweiz, vielleicht eine Spur weniger auf die Schweizer, aber vielleicht haben wir auch einfach nur das Gefühl, wir würden noch Einfluss nehmen auf die Demokratie. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es sind schon wieder mal drei Tage lang 7000 Stimmzettel, briefliche Stimmzettel, irgendwo einer Postfiliale unbeaufsichtigt herumgelegen. Und ich weiß nicht, vielleicht werden wir wie in Amerika auch im November immer noch Stimmen auszählen vom Abstimmungssonntag am 13.06. Es ist eigentlich nicht zum Lachen, aber was will man machen? Lieber Humor als Tumor. Nun gut, die Frage ist, in dieser pangermanischen Schizophrenie, sind wir ein Volk von Untertanen? Und ich möchte da jetzt auch nicht die Schweizer mit den Deutschen und Österreichern ausspielen und so weiter, sondern wirklich, ich habe mich jetzt mal für den deutschsprachigen Raum entschieden. Und ein schöner Leitsatz ist: Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner beschränkten Einsicht an die Obrigkeit anzulegen. Also das hat uns doch in der Schweiz zum Beispiel insbesondere die Taskforce und da diese akademischen, hospitalären, universitären Kreise ganz eindeutig zu verstehen gegeben. Also ihr da unten, ihr seid entweder so der politische Abschaum da rechts und verschwörungstheoretisch, oder ihr habt eh keine Ahnung, also lasst uns nur machen, oder? Und das haben wir wirklich sehr schön sehen können. Als uns sogar, in der Schweiz nicht, aber in Österreich, man durfte ja nicht auf einer Parkbank sitzen im ersten Lockdown und ein Buch lesen. Nein, man musste weitergehen. Also das muss man erst mal sacken lassen. Ich habe, das ist mehr als ein Jahr jetzt, aber ich habe das immer noch nicht ganz verinnerlicht. Und Gustav Rochus von Rochow, also das ist dann schon mal ein Name, der war preußischer Innenminister unter anderem, und der hat auch was Spannendes gesagt. Es ziemt den Untertanen, seinem Könige und Landesherrn schuldigen Gehorsam zu leisten und sich bei Befolgung der an ihm ergehenden Befehle mit der Verantwortlichkeit zu beruhigen, welche die von Gott eingesetzte Obrigkeit dafür übernimmt. Und diese Aussage hat mir auch eine Antwort gegeben: Wer hat eigentlich die Taskforce eingesetzt? Es war Gott, weil wir haben sie nicht legitimiert, niemand hat die gewählt. Die haben sich gewissermaßen in einer Blindbewerbung an den Herrgott beworben um die Taskforce, und Gott hat gesagt, ja, go for it. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann taskforcen sie immer noch heute. Aber es ziemt ihm nicht, so Rochus von Rochow, die Handlungen des Staatsoberhauptes, das ist noch Monarchie, an den Maßstab seiner beschränkten Einsicht anzulegen und sich in dünkelhaftem Übermute ein öffentliches Urteil über die Rechtmäßigkeit derselben anzumaßen. Also jetzt wissen wir, liebe Bürger, was wir tun dürfen und vor allem nicht. Und es gibt da ja auch ein sehr schönes Buch, einen Roman, Heinrich Mann, der Untertan, und Diederich Hässling, so der Protagonist des Namens,
Der ist der Sohn eines erzkonservativen, wilhelminischen, monarchietreuen Kaiser Wilhelm II., Pickelhaube, Papierfabrikanten, und er tut eigentlich alles für seine politische Karriere. Er zeigt auch Mitbürger an, die sich gegen Kaiser Wilhelm II. Äußern, und hat das Gefühl, dass er dadurch seine politische Laufbahn auch verbessern dürfte. Man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, aber er hat überall da diese Schmisse, diese Narben von den schlagenden Studentenverbindungen, wo man dann ja diesen Schmiss hat, und dann wird er mit Salz noch bearbeitet, damit er eben nicht gut heilt, sondern deutlich sichtbar heilt. Also das ist noch die alte Manneskraft. Ne? Und es ist manchmal ja auch wirklich so ein Gesinnungsuntertanismus, den es gibt, oder? Und der Dieterich Hesseling, der steht eigentlich für Konformismus, Obrigkeitshörigkeit, Opportunismus, und was ihn auszeichnet, es fehlt ihm jegliche Form von Zivilcourage. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der auch jemanden kennt, der in diesen letzten Monaten auch nicht so viel zu viel Zivilcourage hat. Vielleicht. Oder vielleicht auch vom Hören sagen, oder? Und der neue deutsche Untergangengeist, der manifestiert sich nicht nur bei der Umsetzung der Corona-Maßnahmen. Die verängstigsten Deutschen lassen sich auch von Öko-Ayatollahs drangsalieren und ausbeuten. Wie viel kollektiver Gesinnungsmasochismus gehört dazu, sich allen Ernstes eine Kanzlerin wie Annalena Baerbock zu wünschen? Und da kommen jetzt auch Industriekapitäne, die sagen, ja, wir brauchen Change und so weiter, die haben Obama noch nicht verdaut, Change, you can do it und so, oder? Und erinnert euch, Deutsche, wirklich Gutmenschen werfen Migrantenkindern euphorisch Teddybären zu, nur damit sie sich von diesen Nazis abgrenzen, die angeblich hinter allen Bäumen und Sträuchern in deutschen Landen lauern. Ja, und wir, das auch in der Schweiz, wir nehmen, klar, das passiert einfach, wir nehmen einfach hin, dass wir auf Erspartes jetzt Strafzinsen, also wir bezahlen jetzt Strafzinsen, für das wir der Bank Geld zur Verfügung geben, ihr das gewissermaßen leihen. Und interessant, in der Schweiz habe ich gesehen, dass es gibt eine Bank, die heißt die Alternative Bank. Und da denkt man, boah, das ist wahrscheinlich eine tolle Philosophie dahinter, weil die wollen da diesen Großbanken auf die Finger hauen. Ja, aber welche Bank macht als erste ab dem ersten Franken Negativzins, oder? Die Alternative Bank, vielleicht nennt man das Etikettenschwindel, ich habe auch keine Ahnung. Es könnte ja sein, dass dem so ist. Nun, wer sich anpasst, der kann nicht abecken, und ist schön abgerundet, und was abgerundet ist, hat eben auch keine Ecken und Kanten. Der Untertan, hier nochmals, sollten jemals unterschwellige Zweifel seine Obrigkeitshörigkeit ins Wanken bringen, mit dem Hinweis auf die angebliche Alternativlosigkeit auf Linie gebracht. Eines der Lieblingswörter der Frau Merkel, es ist alternativ. Dabei, ganz ehrlich, liebe Freunde, sollte eigentlich durchgedrungen sein, dass im Leben nur etwas alternativlos ist, dass es noch zeitlich begrenzt ist. Vielleicht schafft Google da einen Change. Und alternativlos ist irgendwann, das betrifft uns alle, einfach der Tod. Die Untertanen werden allerdings nicht nur mit Angst und Panik gefüttert, sondern immer wieder auch gern über die Aktivierung, die subkutane Aktivierung ihres schlechten Gewissens auf Linie gebracht. Das schlechte Gewissen ist ein großes Thema für eigene Versäumnisse, für eigene Schuldgefühle. Und der Soziologe Helmut Schöck, der schrieb bereits 1973, also ihr seht, das hat, weiß Gott, nicht alles mit Corona zu tun, ein Buch mit dem Namen Die Lust am schlechten Gewissen.
Ein immanenter Bestandteil der Obrigkeitshörigkeit ist die nicht minder fatale Autoritätsgläubigkeit. Das ist fast das Gleiche, aber nicht ganz. Hier kommen all die Experten, Beauftragten, Fachleute, Gremien, Räte wie die Taskforce ins Spiel, die den Untertanen das gute und beruhigende Gefühl geben sollten, auf der richtigen Seite zu stehen. Kurzum, der Untertan erspart sich als Energiesparer kritisches Denken und Hinterfragen, indem er in einem Mainstream, in einem vom Mainstream abgesegneten Denk-, Sprech- und Meinungskorridor verharrt und sich zu jedem Thema einer Meinung von der Stange, frisch ab der Stange bedient. Ihr wisst, es stand in der Zeitung oder Sie haben es doch im Fernsehen gesagt. Und der Bundesrat, der meint es doch mit uns gut, vielleicht sogar besser als Jens Spahn oder Sebastian Kurz. Ne? Norbert Elias, der hat schon vor rund einem Vierteljahrhundert, gut 30 Jahren, hat er, ist Soziologe gewesen, hat gelebt von 97 bis 1897 bis 1990, wurde also sehr alt. Er hat in seinen Studien über die Deutschen die barbarisierende Wirkung des Ersten und Zweiten Weltkrieges geschrieben, die traumatische Konsequenz der Niederlage und der Zusammenbruch der Zivilisation auf deutschem Territorium. Er machte einen Unterschied zwischen der deutschen Mentalität und der anderer Länder deutlich. Dazu schrieb er, von einer jahrhundertelangen Ausrichtung auf absolutistische Befehle und Gehorsamstrukturen und von einer kriegerischen Herrenschicht. Also dicker Tobak, den dieser Norbert Elias, Soziologe, auffährt. Sein Kollege, in Anführungszeichen, Hagen Schulze, auch Soziologe, der ging noch etwas weiter. Er attestierte den Deutschen ein Leiden, eine Freude am Leiden an sich selbst, das dauernde Suhlen in irgendwelchen Schuldgefühlen drinnen. Und wenn du natürlich Schuldgefühle hast, dann ist es schwierig, wenn du dich nicht magst, überhaupt irgendjemanden anderen zu mögen. Also einerseits sehen wir von diesen beiden Soziologen das Kriegerische und dann andererseits das Unterwürfige, Frömmige, Obrigkeitsfrömmigkeit, und darum spricht dieser Hagen Schulze, er hat einen interessanten Begriff von dieser teutonischen Schizophrenie, nicht? Also das bestimmte Kriegerische und dann wieder dieses fast schon Kriechende. Ein interessanter Mann ist auch Raymond Unger. Er ist Psychologe und Maler. Und er hat auch ein sehr spannendes Buch geschrieben, das heißt Die Wiedergutmacher. Und es geht um die Kriegsenkelschuld. Er nennt das die transgenerationale Schuld, also die Schuld, die über Generationen wegen den Kriegssünden gewissermaßen weitergegeben wird, oder? Im Mittelpunkt stehen dabei die Babyboomer-Eliten, also meine Altersklasse, die aufgrund transgenerationaler Schuld- und Sühnekomplex mit ihren Entscheidungen manchmal sogar den sozialen Frieden gefährden. Und er schreibt, Zitat aus dem Klappentext, Kriegsenkel haben keine Grenzen. In der Psychopathologie stellen viele von ihnen die Gruppe der sogenannten Co-Abhängigen oder sie leiden unter dem Helfersyndrom. Keine Grenzen zu haben, lässt sich buchstäblich und damit auch geografisch verstehen. Man kann darauf wetten, es sind fast immer Kriegsenkelpolitiker, die sich schlichtweg gar nicht vorstellen können, dass es eine Notwendigkeit und ein Recht darauf gibt, das eigene Territorium zu schützen. Vielmehr löst es einen Sturm der moralischen Entrüstung aus, wenn jene, die gelernt haben, persönliche Grenzen zu ziehen, dasselbe auch im größeren Maßstab fordern. Raymond Unger, die Wiedergutmacher, hochspannende Geschichte. Nun, der deutsche Michel at his best ist, viele Menschen wundern sich tatsächlich,
über die deutsche Obrigkeitshörigkeit, wobei jetzt muss man gleich das Fenster trotzdem zu Corona öffnen. Also auch im Süden waren die sehr, sehr hörig. Im Tessin, was ich gehört habe, ist immer noch ein relativ heftiger Maskenkult da. Also es ist nicht einfach jetzt ein Deutschland-Bashing, um Gottes Willen. Aber es ist schon so, also mit welcher Gelassenheit die deutschen Gebührenzahler, oder? Also mehrfach pro Abend Talkshows mit Herrn Lauterbach und mit Herrn Söder ertragen haben, mit ihren Gebühren finanziert, diese beiden Gentlemen. Da kann man, ich mache ein Fragezeichen, weil es ist eine Ferndiagnose, da kann man sich schon fragen, ob da ein gewisser medialer Masochismus durchgebrochen ist. Und spannend auch, dieses Obrigkeits, das ich von Rochus von Rochow euch zitiert habe, das ist nicht Rochus von Rochow, sondern das ist der Tierarzt Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts RKI, und die Quelle ist ZDF, der hatte wirklich gesagt, letztes Jahr noch, also längstens nach dem Frühjahr, die Abstands- und Hygieneregeln einschließlich des Mund- und Nasenschutzes würden noch viele Monate gebraucht. Wie recht hat der Mann gehabt? Und dann kam dieser Satz, diese Regeln dürfen nie in Frage gestellt werden, betonte der RKI-Präsident. Das ist schon fast Le Roi de Soleil, Louis XIV, oder? Also das ist Kaiser Wilhelm und Louis XIV wahrscheinlich in einem drin. Und da macht dann der Untertan sein Bückling und sagt, ja, meine graue Eminenz, selbstverständlich werden wir diese Regeln nie hinterfragen. Und die sie hinterfragen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Da grenzen wir uns ab und die grenzen wir auch ganz, ganz eindeutig aus. Balle von Idioten! Interessant auch, das hört man immer wieder, German Angst oder auch German Neid, also diese Neidkultur. Nehmen wir das Beispiel leider, das jetzt schon angerollt ist und noch weiter anrollen wird und rollen wird, das ist diese Konkurswelle. Ich habe ja in Amerika studiert, ich habe eigentlich alles gemacht in Amerika, Ferien und Marathon gelaufen und studiert und so. Aber dort ist so diese Risikobereitschaft, ist einfach anders, hat manchmal auch ein bisschen mit Think Big, aber in der Irrealität zu tun, hat zu tun damit, dass man vielleicht nicht ganz so sorgfältig die Businesspläne macht. Aber wenn jemand dort geschäftlich auf die Schnauze fällt, dann, also wenn es nicht gerade das dritte oder vierte Mal ist, dann hilft man ihm auf, klopft ihm auf die Schulter und sagt, hey, das Leben geht weiter, du hast riskiert, lass dich nicht niederkriegen. Hier gibt es, also hier, das gilt jetzt wirklich auch für die Schweiz, gibt es Menschen, die sich dann nicht mehr in die alten Einkaufsläden trauen, vor lauter Scham oder vor Angst, gewissermaßen die Wände sprechen zu hören, das ist jetzt die oder der untergegangen ist. Und interessant auch das Wort Besserverdienende, das hat, muss ich schnell nachschauen, das Allensbach-Institut bei einer Umfrage festgestellt, dass das Wort Besserverdienende bei der Mehrheit der Deutschen eine große Antipathie auslöst. In den USA hingegen ist man stolz auf seine Leistungen. Man spricht auch locker über die Earnings, also über das, was man verdient. Und gerade der Sozialneid ist in Deutschland halt schon relativ stark ausgeprägt. Mit leichten Abstrichen, viel besser ist es nicht, habe ich den Eindruck, je länger, je weniger in der Schweiz. Österreich kann ich da nichts darüber sagen. Und wir haben ja auch Zweitwohnsitz noch im Schwabenland, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und es gibt ja da ein schönes Sprichwort, das sagt, es wird im Schwabenland niemand begraben, der nicht ein eigenes Haus besitzt. Oder Wilhelm Busch, Max und Moritz, Witwe Bolte, kennt ihr alles.
Wilhelm Busch hat mal gesagt, Neid ist die aufrichtigste Form der gesellschaftlichen Anerkennung. Und der gute alte Michael, nicht Jackson, sondern Michael Schumacher, der hat auch mal einen interessanten Satz gesagt, weil er war nicht sonderlich beliebt. Also vielleicht in Deutschland, aber sonst im Formel-1-Zirkus war er nicht sonderlich beliebt. Er war einfach gut. Er war auch zusammen mit Ayrton Senna der körperlich besttrainierteste von den damaligen Piloten. Der hat den Satz gesagt, Neid muss man sich ganz hart erarbeiten. Okay, nun dieser Widerstand, wie sieht's aus, oder der politische Widerstand gegen die Teilnahmslosigkeit, das ist ja etwas, das ja unglaublich ist, wo man viele Menschen, viele Nationen, darf man das Wort noch sagen, ja Völker darf man nicht mehr sagen, Nationen, das, weil es ist ja Fußball-EM, also da spielen ja auch noch Nationen gegeneinander. Das, wobei, es ist in Deutschland, heißt das gar kein Witz, es ist ja nicht mehr die deutsche Nationalmannschaft. Das ist nicht gut, wenn man das, es ist nur noch die Mannschaft. Also, so weit sind wir. Und ich finde auch den Satz noch schön, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Mal darüber nachdenken. Aber es ist ja nicht so, dass das alles Untertanen sind. Denkt mal nach, oder erinnert euch an diese unglaublichen Demos im letzten Sommer, 1. August, 29. August in Berlin, als da 5.000 und da 10.000, vielleicht 17.000 gemäß der Mainstream-Presse, auf die Straße gingen und das dann spätestens im November, als diese Infektionsschutzgesetze, ich möchte das andere Wort nicht gebrauchen, erlassen wurde und dann die Leute auf die Straße gingen und dann mit Wasserwerfern und mit anderen netten Utensilien willkommen geheißen wurden von der Polizei auf der Straße. Und seit dann ist einiges eben wieder massiv eingeschlafen. Das ist wie nach Liestal, wurden dann auch in der Schweiz, in dieser heiligen Demokratie, wurden Kundgebungen auch nicht mehr erlaubt, zum Teil erlaubt, dann wieder kurzfristig nicht erlaubt, obwohl eigentlich sachschadenmäßig null und nichts passiert ist und auch verletzungsmäßig, das ist ja viel wichtiger als der Sachschaden, auch kaum jemand zu Schaden gekommen ist. Aber das waren ja alles Superspreader-Events und darum hat man natürlich größtes Verständnis, dass man dann nachher keine Kundgebungen mehr bewilligt hat. Nein, waren es natürlich nicht, genauso wenig wie die Demo in Liestal, genauso wenig wie die Meisterfeier des EV Zug, genauso wenig wie die Cup-Finalfeier des FC Luzern und genauso wenig wie die Aufstiegsfeier von Hansa Rostock. Nun, den Satz kennt ihr auch, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, hat aber auch eine gesetzliche Grundlage, ist nicht nur einfach so ein Satz, den man Bert Brecht zuschreibt, man ist nicht ganz sicher, ob er wirklich der geistige Vater ist, anyway, spielt keine Rolle, sondern es gibt gerade in Deutschland Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4 und das Grundgesetz, das lautet, also vor allem drei, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Und Absatz 4 habe ich etwas größer gemacht. Absatz 4, Artikel 20 Grundgesetz, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Mal eine kleine Hausaufgabe für den Sonntagnachmittag. Ist diese Ordnung voll integriert geblieben? Also das gilt auch für die Schweiz und für die Österreich mit all diesen Empfehlungen von Science Covid-19 Taskforce-Maßnahmen mit allen Pamphleten, die die verschiedenen Regierungen gebracht haben. Ist diese Ordnung wirklich noch gemäß Verfassung intakt geblieben oder eben auch nicht? Ich möchte das nicht beantworten. Auf meiner privaten Homepage findet ihr marcokaimi.ch in einem Wort unter EverydayKaimi86 einen Blog, Macht Widerstand Sinn?
Und wir sind da am einen oder anderen Projekt aufziehen, da wir gesagt haben, nach dem 13. Juni ist Schluss. Aber keine Angst, ihr seid mich noch nicht los, der Kanal wird weiterleben. Aber es ist einfach Schluss mit einfach dagegen zu sein, sondern wir versuchen wieder mehr dafür zu sein. Ihr merkt, dass wir auch jetzt ein bisschen mehr in diese philosophischen Teile reingehen, also den Dekonstruktivismus, den wir auch gepflegt haben, selbstverständlich. Man hat sehr vieles auch unter unseren Füßen wegdekonstruiert. Und da kann man sich nicht einfach als Gutmensch darüber ziehen. Ich versuche schon lange über das Wasser zu laufen. Es geht einfach nicht, oder? Und auch mein Heiligenschein ist so klein wie meine westliche Haarpracht. Aber wir versuchen jetzt wirklich mit ein paar Leuten in die Richtung zu gehen, dass wir versuchen, eben auch eine Quelle zu sein. Und ich finde das Wort noch schön und auch relativ friedlich, eine gewisse Gegenöffentlichkeit darstellen zu diesen Mainstream-Medien, also einen Gegenpol darstellen, dass der Diskurs nicht einfach, weil wir jetzt eine Klatsche bekommen, oder vielleicht auch nicht heute, ich weiß nicht, habe noch keine Zahlen gesehen. The show must go on, aber vielleicht mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Anyway, wir werden immer noch standen und nicht understanden. Überlegt euch das mal. Understanding heißt, ich stehe ja darunter. Und to stand, together we stand, divided we fall. Wir werden weiterhin nicht auf Understatement machen, das kann ich euch versprechen. Aber ein bisschen wieder in ein nach Corona oder nach mit Corona oder ich weiß auch nicht was. Weil wir sind jetzt in einer Phase von Transition, das kann man sagen. Gewisse Leute sagen, es ist vorbei. Andere sagen, es ist die große Ruhe vor dem Herbststurm. Ich möchte da, meine Glaskugel ist gerade im Reinigungsservice, ich kann da nicht reinschauen zurzeit, ich möchte da auch nicht Spekulationen machen. Ich sage nur, bleibt einfach wach, bleibt kritisch, es geht auch um euer Leben, um das Leben eurer Liebsten, die Lebensumstände, auch euer Nachkommen und Urnachkommen und Großnachkommen. Also es bringt gar nichts, jetzt da einfach rosarote Brille anzuziehen. Es bringt aber auch genauso wenig, einfach nur in Miesepetertum zu machen. Denn wie der liebe Kollege Samuel Eckert sagt, ein fröhlicher Geist bringt Heilung, ein trauriger Geist macht die Knochen spröde. Und ich möchte schließen mit Friedrich Schiller, weil Deutschland war oder ist, beurteilt er selbst, ein Land der Dichter und Denker. Er sagt, die Obrigkeit hört erst auf zu herrschen, wenn die Untertanen aufhören zu kriechen. Die Obrigkeit hört erst auf zu herrschen, wenn die Untertanen aufhören zu kriechen. Mit diesem Wort von Friedrich Schiller sage ich, alle Macht den Untertanen, das ist nämlich das Souverän. Der Souverän, Entschuldigung, das sind wir. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, habt noch einen schönen Sonntag und bleibt uns gewogen. Salut zusammen.